Willkommen! Wir werden jetzt die Kästchen Roulette und Zahlenraten behandeln. In diesem Video lernst du, wie man Wahrscheinlichkeiten beim Roulette und beim Zahlenraten, einem anderen Laplace-Experiment, ermittelt. Starten wir gleich los. Beim Roulette gibt es 37 Felder mit den Zahlen von 0 bis 36. 18 Felder sind rot, 18 schwarz und ein Feld ist grün. Mit einer Kugel wird ein Feld zufällig mit gleicher Wahrscheinlichkeit ausgewählt. Nun sind drei verschiedene Wahrscheinlichkeiten gesucht. Bitte versuche diese selbst zu berechnen und pausiere das Video kurz. Zur Berechnung werden wir wieder die Formel Anzahl der günstigen Ergebnisse dividiert durch Anzahl der möglichen Ergebnisse benutzen. In Beispiel A gibt es 37 mögliche Ergebnisse, weil es 37 Felder beim Roulette gibt. Ein Feld davon, nämlich das Grüne, ist günstig. Somit lautet unsere Wahrscheinlichkeit 1 zu 37. Auch bei Beispiel B gibt es wieder 37 mögliche Felder. Wie viele günstige Ergebnisse gibt es? Wir schauen in die Angabe und sehen, dass 18 Felder rot sind. Also gibt es 18 günstige Ergebnisse. Beim letzten Beispiel ist die Wahrscheinlichkeit gesucht, dass ein Feld mit einer Zahl von 1 bis 12 ausgewählt wird. Wir haben wie bei den anderen beiden Beispielen 37 mögliche Ergebnisse und hier gibt es 12 günstige Ergebnisse, nämlich die Felder von 1 bis 12. Somit haben wir alle in diesem Beispiel gesuchten Wahrscheinlichkeiten berechnet. Manchmal kann man sich unter einem Bruch aber nicht so viel vorstellen und hätte lieber einen Prozentsatz gegeben. Diesen können wir ermitteln, indem wir 1 hier durch 37 dividieren. Mit der Hand oder anders. Wir erhalten jedenfalls die Dezimalzahl 0,0270 und so weiter. Wenn wir das Komma nun um zwei Stellen verschieben, erhalten wir die Prozent. Hier sind es also 2,70 und so weiter Prozent. Genauso machen wir es beim nächsten Beispiel. Wir dividieren 18 durch 37, erhalten die Dezimalzahl 0,4864 und so weiter. Das sind 48,64 und so weiter Prozent. Genauso geht es auch beim letzten Beispiel. 12 37stel sind 0,3243, also 32,43 Prozent. Das erste Beispiel haben wir schon geschafft. Schauen wir uns das nächste an. Jede der Zahlen von 1 bis 420 wird jeweils auf einen Zettel geschrieben. Anschließend wird einer der Zettel zufällig mit gleicher Wahrscheinlichkeit gezogen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl einstellig ist, dass sie zweistellig ist, dass sie dreistellig ist?
Versuche wieder zuerst selbst die Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Halt das Video kurz an. Und wieder benutzen wir die Formel Anzahl der günstigen Ergebnisse durch Anzahl der möglichen Ergebnisse. Diese ist also sehr wichtig. Einstellig sind die Zahlen von 1 bis 9. Das heißt, hier haben wir 9 günstige Ergebnisse. Es gibt 420 Zettel, also gibt es 420 mögliche Ergebnisse. Die Wahrscheinlichkeit beträgt also 9 420stel. Zweistellig sind die Zahlen von 10 bis 99. Wir haben somit 90 günstige Ergebnisse und 420 mögliche. Die Wahrscheinlichkeit ist 90 durch 420. Dreistellig sind die Zahlen von 100 bis 420 in diesem Beispiel. Wir haben also 321 günstige Fälle. 420 minus 99. Möglich sind wieder 420 Ergebnisse, also beträgt meine Wahrscheinlichkeit 321 durch 420. Wenn man das möchte, kann man hier natürlich wieder die Prozent angeben. Diese lauten in diesem Beispiel 2,14% im Beispiel A. Das sind 21,42% im Beispiel B und 76,42% im Beispiel C. Somit haben wir beide Beispiele gelöst und sind fertig. Danke!